Hallo, wir sind Nele und Leonie und wir sind vom Blauschimmelatelier. Das ist ein gemeinnütziger Verein für Menschen mit Beeinträchtigungen. Heute sind wir hier, um euch zu zeigen, wie wir Tonengel machen. Das haben wir nämlich in Kroatien gelernt, beim Craft in Workshop. Da waren wir nämlich im Juli für eine Woche circa. Genau, und Nele zeigt euch jetzt, was wir dafür brauchen. Also ihr braucht einmal Ton dafür, ein Nudelholz, ein Messer brauchen wir später auch und etwas zum Dekorieren. Wir haben da jetzt so einen Untersetzer genommen. Das ist ganz schön, wenn da halt solche Riffelungen drin sind, damit man das Muster auch später sehen kann. Man kann aber auch eine Gabel nutzen oder andere Sachen, die ihr zu Hause findet. Das Witzigste zuerst. Das machen wir jetzt eine Weile, damit die Feuchtigkeit hier rausgeht und die Luftbläschen, die hier drin sind. Das heißt, ihr smasht das einfach auf den Tisch eine Weile, bis ihr das Empfinden habt, dass es raus ist. Ordentlich. Da kann man alle seine Aggression bei rauslassen. Vor allem das. Genau, jetzt gehen wir weiter und rollen unseren Ton aus. Ihr könnt als Vorschritt den erstmal auch selber mit den Händen ein bisschen ausrollen, da der sehr schwer ist, das auszurollen, den Ton. Wenn ihr das leicht gemacht habt, könnt ihr anfangen, das mit dem Nudelholz zu machen. Je nachdem, wie es euch besser passt, oben auf Nudelholz oder ihr nehmt die Seiten. Aber es ist, wie gesagt, sehr schwer und versucht das wie ein Pizzateig in alle Richtungen auszurollen. Am besten hält dann eine Person dabei den Tisch fest. Genau. Klappt besser. Zwischendurch solltet ihr den Ton immer mal umdrehen, damit er nicht auf euren Untergrund kleben bleibt. Und den macht ihr so mindestens einen Zentimeter. Ein Zentimeter, zwei Zentimeter. Seid kreativ. Ihr sucht euch jetzt ein rundes Objekt, das ungefähr so groß ist wie dieser Teller. Dann legt ihr den Teller hier drauf und schneidet einmal kreisrum hier rum. Also, als kleine Ergänzung nochmal, wir haben ja gerade diesen Teller benutzt, ihr habt ja gesehen, wie ich den ganz toll ausgeschnitten habe. Aber uns ist dann aufgefallen, dass es leider viel zu groß ist und deswegen haben wir jetzt einen kleineren Kreis hier ausgeschnitten. Dazu haben wir jetzt das Kreppband benutzt, aber ihr könnt auch eine Untertasse nehmen oder ein Glas oder einen Becher. Genau, deswegen haben wir jetzt einen kleineren Ecke, nicht, dass ihr euch... So, wir haben jetzt den kleineren Kreis und immer noch die eingeschnittene Stelle. Jetzt riffeln wir ganz leicht einmal das ein, damit der Ton später besser aneinander kleben bleibt. Das hier werden später unsere Flügel und das das Oberteil des Engels. Und jetzt klappen wir das hier aneinander und lassen diese Ecken davon abstehen. Dazwischen kleben wir noch, das haben wir vorher hingemacht, das ist Schlicker. Das ist einfach Ton mit Wasser gemischt. Am besten mixe das aber mit einem Mixer, da wir das jetzt nur mit einer Gabel machen konnten, ist das nicht ganz, also mit einigen Klumpen drin, aber es ist nicht so dramatisch. Das schmieren wir hinten, da wo wir die Schnittstellen haben, drauf. Das ist wie sozusagen der Kleber für unseren Ton. So, dann drücken wir das aneinander, ganz leicht, nicht zu sehr zerdrücken, dass das hier hinten stabil sich miteinander verbindet. So, und jetzt seht ihr den Unterteil unseres Engels. Und was fehlt jetzt noch? Der Kopf. Den machen wir jetzt. Also in Kroatien haben wir dann auch noch gelernt, wie man ganz einfach ein Gesicht draus machen kann. Und zwar benutzt man seinen Daumen und seinen Zeigefinger, nimmt so ein bisschen was vom Kopf und schon hat man hier die Nase und die Augen. Natürlich könnte man da jetzt noch Haare hinzufügen. Vielleicht machen wir es gleich auch noch. So, wir haben nochmal das gleiche Prinzip gemacht, das ausgeschnitten, diesmal kleiner, den Schnitt reingemacht. Und jetzt legen wir unsere Art Gardine hier drauf und ganz, ganz leicht walzen wir die ein. Also wirklich ganz leicht, weil wir wollen den Engel ja nicht noch dünner machen. So, dass die Riffelungen durchdrücken auf den Engel drauf. Ihr könnt nochmal ganz leicht klopfen, wenn ihr möchtet. So, und dann nehmt ihr das ab. Und wie ihr seht, haben wir jetzt ein Muster auf den Engel drauf. Da wieder das gleiche Prinzip. Wir nehmen das hoch. Und kleben den Engel wieder hinten aneinander dran, machen die Flügel nach vorne und haben wieder einen Körper und bauen dazu jetzt nochmal schnell einen Kopf dran. So, jetzt seht ihr die zwei fertigen Engel. Hier den einmal ohne Verzierung. Ihr könnt natürlich auch immer nachträglich noch, wie gesagt, mit einer Gabel, anderen Sachen gerne Verzierungen drauf machen, auch mit Ton. Wir haben zum Beispiel hier bei dem anderen Engel noch Augen reingemacht. Der Engel hat jetzt einen Heiligenschein und hier seht ihr auch das Muster, was wir mit unserem Stoff reingedrückt haben. Genau, und so werden dann die Engel gemacht.
Das war's jetzt mit unseren Engeln. Die werden jetzt nur noch einmal in dem Tonofen gebrannt, in einem richtigen Tonofen. Und dann sind sie auch schon fertig und eignen sich super Dekorationen. Wir hoffen, es hat euch heute gefallen mit uns beiden. Uns hat es auf jeden Fall super viel Spaß gemacht. Natürlich. Und wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, dann schreibt die einfach gerne in die Kommentare. Tschüss. Tschüss. Okay, lass mal zeigen das Auto. Ein gutes Auto, glaube ich.